Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir einen Fußballschuh von der Marke Puma im Test. Und zwar den Schuh, der von Marco Reus getragen wird. Es ist der Puma Future 18.1. Und wie dieser sich schlägt und ob wir den Schuh empfehlen können, erfahrt ihr im Video. Viel Spaß beim Schauen. Der Puma Future hat ein maßgeschneidertes Material. Damit ist gemeint, man kann ihn schnüren, wie man möchte. Oder auch gar nicht. Was wir davon halten, erfahrt ihr später am Ende des Videos. Der Schuh wiegt rund 205 Gramm und wird von Antoine Griezmann, Marco Reus und Mario Balotelli getragen. Der Komfort des Puma Future 18.1 ist überragend. Das Material ist weich und wir hatten keine Probleme mit der Ferse. Da man den Schuh schnüren konnte, wie man möchte, passte man mit schmalen und auch mit breiten Füßen ihn hinein. Jedoch war der Lockdown nicht so gut. Bei Richtungswechseln haben wir leicht im Schuh gerutscht. Durch die raue und sehr weiche Oberfläche hatten wir ein sehr gutes Ballgefühl. Die flexiblen Schnürbänder bzw. auch keine Schnürbänder trugen dazu bei. Man konnte den Schuh schnüren, wie man wollte, und sogar ohne Schnürbänder saß der Schuh sehr gut, was wir auch nur weiter empfehlen können. Nach 4 Wochen können wir sagen, dass die Qualität sehr gut ist und wir keine Abnutzungsspuren erkennen konnten. Als abschließendes Fazit können wir sagen, dass der Puma Future 18.1 ein gelungener Schuh von Puma ist und für diesen nur weiterempfehlen können. Er ist nahezu perfekt. Für 200 Euro bekommt man einen maßgeschneiderten Schuh von Puma, dem wir die Sportplatz AD-Note 1- geben. Link zu dem Playtest ist im Abspann und in der Infobox. Dann denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.